Ja, einen wunderschönen guten Abend. Allerseits, zunächst mal Entschuldigung an diejenigen, die jetzt schon seit einer halben Stunde auf uns warten. Da hat sich ein leichtes Missgeschick eingeschlichen, was den Countdown angeht. Aber ja, auf den Ankündigungen stand ja immerhin 18:30 Uhr. Also der tatsächliche Anfangstermin, die Anfangszeit ist 18:30 Uhr. Und wie gesagt, an diejenigen, die jetzt schon eine Weile warten, vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt und an alle anderen. Herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Live-Format auf Instagram. Hashtag wir bleiben zu Hause live. Die Haare werden länger, wie man sieht. Der Geduldsfaden wird kürzer, zumindest bei dem einen oder anderen. Ich hoffe, euch geht es trotzdem insgesamt noch gut. Ich hoffe, ihr kommt weiterhin ganz, ganz gut zurecht und ihr haltet auch diese schwierige Phase weiterhin gut durch mit wenig Fußball, aber dafür mit vielen anderen interessanten Dingen. So zum Beispiel Live-Interviews bei Elfen. Ja, heute Big News aus der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Es gab eine spektakuläre Neuverpflichtung. Der FC Bayern München hat sich die Dienste von Clara Bühl gesichert vom SC Freiburg. Weiterer Schritt im, man könnte fast sagen, Wettrüsten, das momentan so ein bisschen stattzufinden scheint zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Ich habe auch schon die ein oder anderen Kommentare dazu gelesen, ist nicht jeder begeistert von. Natürlich schwächt immer auch ein bisschen die Qualität des Restes der Liga. Auf der anderen Seite ist natürlich eine spannende Sache, inwieweit sich dieses Titelrennen oder dieses Rennen um die Meisterschaft da jetzt zuspitzt. Und ich glaube, auch den anderen Clubs werden da schon kreative Lösungen einfallen, um da wieder neue Talente, neue Topspielerinnen hervorzubringen. Da habe ich relativ wenig Bedenken. Das hat ja bis jetzt auch immer ganz gut geklappt. Thema FC Bayern München, da sind wir auch schon beim Gast der heutigen Sendung. Sie ist hochdekoriert mit Titeln. Ich habe im Vorfeld der Sendung versucht, die alle ein bisschen aufzuzählen in den Ankündigungen. Ich bin schon aus der einen oder anderen Ecke, ja, wurde schon bemängelt, dass ich nicht alle Titel aufgezählt hätte. Das ist tatsächlich richtig. Es sind einfach so viele, dass man gar nicht alle aufzählen kann. Sie ist Olympiasiegerin geworden mit dem DFB, sie ist Weltmeisterin, sie ist Europameisterin, sie hat die Champions League gewonnen mit dem ersten FFC Frankfurt, sie hat Titel gewonnen mit dem FCR Duisburg, sie hat mit den Bayern viel, viel erreicht, da spielt sie momentan auch eben beim FC Bayern München. Also wie gesagt, man kommt kaum aus den Superlativen heraus und deswegen würde ich sagen, da ihr ja nicht mein Gesicht sehen wollt, sondern unseren Gast, würde ich jetzt mal versuchen, unsere Gesprächspartnerin des heutigen Abends hinzuzuschalten und schauen wir mal, Simone Lauder, schauen wir mal, ob ich sie jetzt hier dazu bekomme. So, ich habe jetzt das Knöpfchen mal Ja, gedrückt. Jetzt haben wir jetzt einen klatscht. doppelten Bild. Jawohl. Sieht doch ganz gut aus. Ja, sieht gut aus. Du siehst mich, du hörst mich. Das mache ich, genau. Ich sehe dich, ich höre dich. Ich hoffe, ihr mich auch. Ich hatte gerade kurzzeitig mal so ein paar Störungen. Internet wahrscheinlich, aber es müsste klappen. Also momentan kann man dich gut erkennen und auch gut verstehen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das ganz gut funktioniert. Genau. Ja, herzlich willkommen bei Elfen. Herzlich willkommen bei unserem Live-Format. Wunderbar, dass das klappt. Freut mich persönlich sehr. Ich habe es ein bisschen in meiner Redaktion und bei uns bei Flyalarm schon ein bisschen kundgetan. Ist für mich nochmal ein bisschen was anderes als die Talks, die wir bisher so hatten, weil ich schon so ein bisschen, ich muss so ein bisschen Fanboy-Tendenzen, muss ich schon zugeben, so aus der Vergangenheit. Deswegen, also wenn es zu schlimm wird mit dem Fanboy, dann sag mir bitte Bescheid, dann muss ich das ein bisschen runterfahren. Alles gut, alles gut. Wie ist die Lage bei dir? Das ist die erste Frage dieser Tage. Das fragen sie alle in ihren Podcasts, in ihren Live-Interviews. Wo bist du? Was machst du? Und wie kommst du klar im Moment? Ja, also so an sich geht es mir gut. Klar, wie alle anderen auch, hält man sich viel zu Hause auf. Das bleibt nicht aus. Klar, ist da mal spazieren auch angesagt draußen. Ich meine, wir sind natürlich mit Bayern wieder so in kleinen Gruppen auch ein bisschen unterwegs, waren natürlich im März, April die ersten Wochen auch ja natürlich viel ja alleine laufen im Park oder wo auch immer. Das war dann schon ein bisschen langweilig.
Aber ansonsten, ja, ich habe zu Hause genug zu tun, studiere auch und. Also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist ja schon mal gut zu hören. Da kann man ja schon mal beruhigt sein. Du hast gesagt, ihr macht in Kleingruppen jetzt schon wieder was. Wie hat man sich das vorzustellen? Also muss man da jetzt quasi kontaktfreien Fußball sich vorstellen, ohne Zweikämpfe, oder auf was für Sachen müsst ihr da jetzt besonders achten, damit das eben den Regularien auch entspricht? Ja, genau. Also wir haben schon auch strikte Vorlagen und denen gehen wir bei Bayern auch sehr nach. Also wir wurden natürlich auch erstmal getestet, das ist ganz klar. Alle sind gesund. Und dann geht es in Kleingruppen mit 4 Spielerinnen weiter, die natürlich so einen Trainingsablauf haben, dass wir uns also wirklich auch nicht in die Quere kommen. Das haben die Trainer soweit ganz gut geplant. Es ist halt viel mit Technik, auch viel Läufe, viel ja, Stabi-Übungen, Kraftübungen, aber man kann halt einfach keine Zweikämpfe machen. Und das geht einfach noch nicht und daran halten wir uns auch. Was dir als, ich sag's jetzt mal, zweikampffreudige Spielerin, wahrscheinlich durchaus auf den Zeiger geht, oder? Ja, schon. Also ich bin ja schon sehr, sehr aggressiver Typ ja, in Zweikämpfen. Klar, es kennt mich jeder, braucht man halt auch im Training, damit man sich aufs Spiel vorbereitet, aber es geht halt in der aktuellen Situation einfach nicht. Mei, müssen wir halt noch derweil ein bisschen Zweikampfurlaub machen, aber bis dahin bereiten wir uns mit allem anderen vor. Aber du würdest schon gerne mal wieder eine wegflexen, so langsam. So ein bisschen merke ich das schon. Ah ja, also wenn ich jetzt meine eigenen Spieler wegflexe, das wäre wahrscheinlich nicht so gut, aber also wenn wir wirklich spielen würden, dann wird es ja wahrscheinlich mit Hoffenheim losgehen, ne? Also müsste ich dann wahrscheinlich da flexen, aber flexen ist irgendwie so das falsche Wort, das hört sich irgendwie so unfair an. Man kann ja fair aggressiv sein, das bin ich ja schon, aber manchmal Okay, dann halten wir fest, dass du gerne mal wieder fair aggressiv in einen Zweikampf gehen würdest. genau. Das, da, wenn wir uns darauf einigen können, das passt ja Das dann. passt dann schon. Ich habe mal ein bisschen in die Statistiken der Saison geschaut, also wie sie denn bis jetzt stattgefunden hat, bis zum Corona-Abbruch dann sozusagen. Eigentlich eine richtig gute Saison für dich gewesen. Bis jetzt die meisten Spiele mitgemacht. Ich weiß nicht, am Ende war es eine kleine Verletzung gegen Sand. War das was Schlimmeres oder ist das schon wieder vergessen? Nee, das war halt einfach ein Pferdekuss an die richtige Stelle. Man kann entweder weiterlaufen und weiterspielen oder es geht halt wirklich gar nicht. Und bei mir war es eher das Letztere, dass ich kaum mehr richtig laufen konnte. Ich habe es eigentlich versucht, da noch ein bisschen weiterzulaufen, den Pferdekuss rauszulaufen, aber irgendwie ging es nicht mehr. Und ja, dann bringt es auch nichts, da noch weiterzuspielen. Und das hat sich dann wirklich noch über 1,5 Wochen so hingezogen. Also der saß so tief in der Muskulatur drin, dass ich da auch nicht gegen Duisburg mit konnte. Ja, und dann war es ja eigentlich eh schon vorbei mit der Liga erstmal. Ja, Ja. aber davon abgesehen war es ja, wie gesagt, bis jetzt eine richtig gute Saison. Ich habe mal so ein bisschen auch in die Statistiken reingeschaut. 67% gewonnene Zweikämpfe, 90% Passquote. Also auf jeden Fall eine richtig starke Runde bis jetzt. Ist es so, also du spielst ja jetzt momentan, rückst immer so ein bisschen weiter nach hinten quasi in deiner Spielposition. Im Alter. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das so ein bisschen das Schweinsteiger-Phänomen, dass es jetzt immer eins weiter nach hinten geht? Oder hat sich das einfach mit den Jahren so ergeben? Ich meine, du warst ja schon immer eine sehr vielseitige Spielerin, die eben quasi Allrounderin auf dem Platz ist. Aber jetzt geht es halt doch immer Richtung Abwehr. Geht es irgendwann auch ins Tor oder bleibt es jetzt dann doch bei der Abwehr? Ja, das habe ich mich auch irgendwann gefragt, aber bevor es Richtung Tor geht, dann lieber Bank oder ganz aufhören. Also Tor ist absolut nicht mein Ding, aber ja, ich habe schon, als ich klein war, angefangen, eigentlich als Libero. Ne? Da gab es ja vor 20, 25 Jahren gab es ja noch ein Libero. So habe ich eigentlich angefangen und bin dann immer weiter nach vorne gerutscht, dann auf die 6, über das äußere Mittelfeld, auch schon auf die 10. In Duisburg war das eh immer so eine, wir hatten damals 4-3-3 gespielt, da konnte man eh überall rotieren. Auf den Positionen, ja. Und irgendwie hatte sich das in Frankfurt mal ergeben. Da weiß ich noch, da war die Saskia Batusiak kurzfristig verletzt.
Und dann musste ich da irgendwie einspringen. Da habe ich dann für sie in der Innenverteidigung gespielt und ich hatte erstmal überhaupt ja, natürlich keinen Plan. Ja, was soll ich da jetzt machen? Wie soll ich es so ein bisschen natürlich wie die Sechserposition, aber du darfst halt einfach keinen Fehler mehr machen, ne? Weil dann kann es halt eben auch klingeln. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen und mit dem damaligen Trainer Colin Bell, der hat es dann irgendwie so umgemodelt in eine Fünferkette, dass ich da dann auch Innenverteidigung gespielt habe. Und seitdem blieb es dann. Da war ich aber 29, dann doch noch nicht so alt, aber es irgendwie, das hat mir dann auch gefallen. Aber in der Nationalmannschaft habe ich dann vorne gespielt, trotzdem. Gibt es irgendwas, wo du sagst, bei all den Positionen, auf denen du schon aufgetaucht bist, das war eigentlich die beste Position, das war meine Lieblingsposition? Oder sagst du, das ist ja genau diese Vielseitigkeit, ist ja, was mich ausmacht, das heißt, ich spiele halt da, wo ich gebraucht werde? Oh Gott, Lieblingsposition. Ja, ich habe, gab es eigentlich gar nicht, weil auf der Position 6 machst du halt viel mit Auge, viel Orientierung und du bist dafür zuständig, dass die Bälle gut verteilt werden. Das hat mir auch gut gefallen, aber über die Außenbahn konnte ich einfach viele 1 gegen 1 machen. Das hat mir auch getaugt. Also da konnte ich einfach auch mal selber eins, zwei Kämpfe führen und dann mal selber abschließen. Das war auch schön. Das ist halt anders. Und mir hat beides einfach gut gefallen. Und ich meine, von der Innenverteidigung her bist du für einen guten ja, Spielaufbau zuständig. Bist dafür verantwortlich, dass die Spieler, die den Ball ja perfekt jetzt in den Fuß brauchen oder in den Lauf, den auch dahin zu spielen. Ja, da muss man auch gut mutig für sein, auch mal solche riskanten Bälle zu spielen. Aber wenn die einfach ankommen, dann ist es perfekt für denjenigen. Hat sich in der Innenverteidigung ja auch mehr und mehr dahin entwickelt, dass man eben auch balltechnisch entsprechend fit sein muss. Und das kommt dir dann natürlich auch entgegen, wo du schon andere Positionen gespielt hast, wo du eben diese Technik und die Beidfüßigkeit und so weiter schon mitbringst dann. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Mats Hummels im 11 Freunde. Der hat so ein bisschen darüber gesprochen, wie er, naja, ich will es jetzt mal sagen, vorsichtig formulieren, mit fortschreitendem Alter so ein bisschen sein Spiel umstellen musste. Eben gemerkt hat, okay, die Schnelligkeit, Mats Hummels war jetzt nie der Allerschnellste, war nie ein Sprinter, aber dennoch, die ist ihm so ein bisschen dann nach und nach abhanden gekommen. Wie ist es bei dir? Sagst du, ich bin schnelligkeitstechnisch, athletisch immer noch genau da, wo ich mal war? Oder sagst du auch, naja, so mit der Zeit ist man auf der einen Seite natürlich da, geht es vielleicht ein bisschen zurück, aber dafür wird man immer cleverer. Also merkst du auch, dass du dein Spiel änderst? Oder sagst du, ich spiele eigentlich noch wie vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder 8 Jahren oder... Schön wär's. Doch, schön wär's. Nee, also natürlich merkt man das, vor allem wenn man auch Verletzungen hat, das bleibt ja nicht aus. Da merkt man dann schon im Laufe des Fußballalters dann, dass irgendwo dann auch mal die Dynamik fehlt oder natürlich auch mal die Spritzigkeit. Aber dann liegt es halt einfach eben auch daran, wie man ja in der Woche sich so auf das Wochenende, auf das Spiel dann vorbereitet. Ne? Es bringt mir halt manchmal nichts, wenn ich wie die 21-Jährigen und unsere jungen Hüpfer da dann 2, 2,5 Stunden auf dem Platz rumtoben. Mal, dann gehe ich halt eine halbe Stunde früher mal raus, wenn es das zulässt. Wenn mir das gut tut, dann ist es auch okay. Das muss natürlich alles auch abgestimmt sein mit dem Training und Trainer. Meine Mitspielerinnen, die akzeptieren das auch. Aber ja, wenn ich dann halt eben auf dem Platz oder im Spiel eben mal merke in der zweiten Halbzeit, dass bei mir halt auch mal gerade die Luft vielleicht rausgeht dann, oder ausgeht, dann mei, mache ich halt mal viel mehr mit Auge. Dann mache ich jetzt keine Zweikämpfe, wo ich jetzt mit dem Ball ins Mittelfeld reinsteche. Das überlasse ich dann vielleicht anderen eher. Schnapp so ein bisschen Luft und dann geht es dann wieder. Also ich mache schon viel mehr mit Auge, mit Stellungsspiel. Ich überlege mir ganz genau, wann gehe ich ins Mittelfeld rein, ins 1 gegen 1 mit dem Ball. Das überlege ich mir dann schon ganz genau. Oder ich lasse halt einfach mal die anderen laufen, wie eine Linda Dahlmann, eine Mandy Islacker, die laufen ja gerne mal für mich. Die gucken wahrscheinlich auch schon zu. Apropos Linda Dahlmann, die hat ja Ja, schon angedroht, dass sie Fragen stellen wird. Ich habe es jetzt auch hier schon gesehen. die ist schon Ich drinnen. soll nachfragen, wie alt du denn eigentlich bist mittlerweile. 27 habe ich gelesen, oder? Ja, ich habe ja extra schon verboten, sie soll den Scheiß lassen. Die kannst du gleich mal dazuschalten. Ja, das geht leider nicht. Das hätten wir sehr gerne gemacht, aber also man kann immer nur einen Gesprächspartner zuschalten. Aber ich denke, sie wird sich auch so zu Wort melden.
Ja, da kommt bestimmt noch was im Laufe des Gesprächs, da freue ich mich schon drauf. Da steht schon wieder irgendwas. Nee, ja. Ja, das mit den 27, das glaubst du mir wahrscheinlich nicht. Ich schon. 27 B, C, D. Ich Erzähl. habe jetzt heute, wie gesagt, wurde ja der Transfer jetzt von Clara Bühl verkündet. Insgesamt kann man sagen, dass der FC Bayern quasi aus allen Rohren feuert und verpflichtet. Clara Bühl, Hanna Glas, Lea Schüller, Marina Hegerring, es wird ordentlich eingekauft in München. Wie fällt da deine Reaktion erst einmal aus? Sagst du auf der einen Seite, ja, ist geil, weil wir dadurch besser werden, weil wir die Möglichkeit haben, uns Titel zu gewinnen? Sagst du, ist mir wurscht, weil am Ende spielt sowieso ich, weil am Ende läuft es dann wie früher bei Roland Wohlfahrt. Der hat nämlich auch immer Leute vor die Nase gesetzt bekommen und am Ende hat er gespielt. Also wie siehst du sowas oder bist du da völlig entspannt und sagst, ja, also je besser wir werden können, je mehr wir uns verbessern können, desto besser? Ja, also ehrlich gesagt bin ich da völlig entspannt. Das war ich schon immer. Meine Zugänge sind normal. Ja, Abgänge auch. Wir haben ja auch ein paar Abgänge, deswegen brauchen wir auch Zugänge. Ich glaube, dass durch die Spielerin natürlich auch nochmal Qualität reinkommt. Wir haben durch Lea und natürlich Clara auch nochmal zwei junge Spielerinnen dazu bekommen, die sich auch hier nochmal weiterentwickeln werden. Das werden sie ganz sicher. Und klar, Bayern München ist ja natürlich jetzt auch kein ja, Nest, wo man sich ausruhen kann dann. Das muss halt dann eben auch einfach jedem klar sein, sondern es ist halt dann auch mal ein Löwengehege. Und ich glaube, auch ein Löwengehege ist mal gut, um sich weiterzuentwickeln. Das ging mir damals auch in Duisburg und auch in Frankfurt so. Und ich glaube, eine gesunde Konkurrenz ist auch einfach, ja, halt eben auch ein Muss, ne? Also ich meine, klar, viele Spielerinnen wissen vielleicht auch, dass sie spielen. Aber ich meine, die Leistung im Training will man ja für sich selber auch trotzdem geben. Und aber mit der Konkurrenz weiß keiner halt mehr so richtig, okay, spiele ich jetzt doch, spiele ich nicht. Und auch bei mir ist es dasselbe. Also ich habe selbst auch in Duisburg oder in Frankfurt nie irgendwie immer so gesagt, ja, ich spiele sowieso und ich ruhe mich auf dem aus, was ich gerade so mache, sondern ich wollte ja trotzdem für mich im Training gut trainieren und wenn ich dann spiele am Wochenende, ja, dann will ich auch gut spielen. Und so ist es halt jetzt auch. Also ich versuche einfach erstmal meinem letzten Jahr noch so viel Spaß und Freude zu haben wie möglich. Ich bin einfach froh, dass mein Körper das noch mitmacht, dass ich gesund bin. Ich versuche der Mannschaft durch meine Erfahrung viel zu geben. Und wenn ich spielen darf, dann gebe ich alles für das Team. Mei, und wenn ich auf der Bank sitze, dann gebe ich da auch alles für die Mannschaft, um vielleicht Kleinigkeiten, die ich sehe, der Spielerin mitzugeben bei einer kurzen Pause. Also da bin ich eigentlich völlig entspannt. Du hast eben so ein bisschen von einem Löwenrudel oder Löwengehege gesprochen. Siehst du dich jetzt auch in Anbetracht deiner Erfahrung einfach so ein bisschen als die Oberlöwin, die jetzt auch den neuen Spielerinnen dann so ein bisschen bei der Integration hilft, die jetzt da eben auch ja ein bisschen eine Führungsrolle dann automatisch übernimmt? Ja, natürlich. Also ich werde im Juli 34, somit bin ich dann bin die älteste Spielerin in der Mannschaft. Natürlich habe ich auch die Aufgabe, dahin weitestgehend auch, ja klar, die Führung zu übernehmen, aber auch mal viele Gespräche zu suchen, außer mit Linda Dahlmann, weil sie mich wie immer wie gerade mobbt, Gespräche zu suchen. Aber ja, die Mädels, die machen das gut, die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, was sie wollen. Jetzt geht es halt einfach darum, dass sie checken, also wirklich checken, diese Leistung konstant mal zu halten im Training, aber auch im Spielen. Und ja, dafür bin ich dann nicht verantwortlich, auch wenn ich vielleicht die Älteste bin, aber ja, gerne bin ich für die Mädels da, auf jeden Fall.
Wir haben es jetzt mehrfach thematisiert. Du bist eine Weile dabei. Da eine ganz, aus meiner Sicht ganz spannende Frage aus dem Publikum sozusagen von unseren Followern. iKai28 fragt: Gibt es Momente, in denen der Fußball mehr Beruf als Passion ist inzwischen? Und werden diese Momente mehr mit zunehmendem Alter oder kann man das gar nicht sagen, sondern man ist immer noch genauso enthusiastisch und mit Feuer dabei wie eh und je? Also ich bin eigentlich immer noch mit Feuer dabei wie eh und je. Ich will immer noch jedes Spiel ja, gewinnen. Wenn man älter wird, blickt man vielleicht auch mal öfters an das zurück, was man ja auch erreicht hat. Das soll keine Arroganz sein, sondern einfach an die schönen Momente sich zurückerinnern. Aber Fußball ist immer noch für mich ja Leidenschaft, Passion natürlich. Daran wird sich nichts ändern. Das Feuer, das bleibt. Und ich denke mal, selbst wenn ich ja nicht mehr spiele, welchen Weg ich dann gehe, ob es vielleicht in die Trainerschiene oder mehr vielleicht auch in der Videoanalyse, was auch immer geht, da wird bei mir das Feuer immer noch weiter brennen. Du hast das gerade schon mal angedeutet, dann würde ich das gerade mal zu dem Thema auch übergehen, weil mich das auch interessiert, was du da momentan treibst. Und zwar bist du ja bei den Bayern irgendwie auch in verschiedener Art und Weise abseits des Feldes involviert. Also zum einen machst du was im FC Bayern Museum, wenn ich das richtig gelesen habe, zum anderen aber auch im Bereich Scouting und Analyse. Vielleicht kannst du einfach mal kurz umreißen, was da so passiert, weil das klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ich habe, nachdem ich meine Uni beendet hatte, 2018, wollte ich einfach auch mal ein bisschen was arbeiten, neben dem Fußball und hatte dann angefragt, ob ich in der Allianz Arena da mal was machen könnte. Und da war es gerade möglich, eben auch, ja, also nicht direkt im Museum, aber für das Museum eher im Hintergrund. Da gab es natürlich viele Projekte, die man machen konnte. Zum einen natürlich 50 Jahre Frauenfußball beim FC Bayern. Das war so einer der Projekte, die ich dann auch mitgemacht habe. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, auch neben dem Fußball was zu machen. Und habe aber dann auch irgendwann gemerkt, dass ich dann eher, das hat jetzt Spaß gemacht, auch mal was zu arbeiten und so, aber ich will schon mehr im Fußball auch einfach bleiben. Und deswegen habe ich eher die Richtung in der Videoanalyse eingeschlagen und durfte dann eben auch ein paar Wochen in der Videoanalyseabteilung am Campus für die Jugend da mal mitmachen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich wäre eigentlich noch länger da gewesen. Aber dann kam natürlich ja so ein bisschen Corona dazwischen. Alles sind natürlich im Homeoffice, aber ich denke, dass es vielleicht ja im Juli, August vielleicht mal weitergeht oder September. Ich habe jetzt noch keine Info, aber da freue ich mich drauf auf jeden Fall, dass ich da weiterhin Erfahrung sammeln kann. Das macht mir auch Spaß. Und was, also vielleicht kannst du ein bisschen genauer noch darauf eingehen, was du da genau machst oder was da ich glaube, viele können sich gar nicht so richtig was darunter vorstellen, was ein Videoanalyst überhaupt macht im Endeffekt, beziehungsweise wie diese Systeme mittlerweile ausgereift sind. Also schneidest du da Szenen zusammen oder wie funktioniert das, die dann den Spielern präsentiert werden? Ja, genau. Also man fängt natürlich an auch mit der Gegneranalyse. Meistens schaut man dann, ob man die zwei, drei letzten Spiele von den Gegnern bekommt. Die analysiert man, dann schneidet man Szenen raus, die dann für die Trainer sehr wertvoll sind. Als Videoanalyst kann man natürlich auch das eigene Training selber filmen. Danach natürlich auch die Szenen aus dem Spiel rausschneiden, damit der Trainer auch sieht, ob die Mannschaft das vielleicht defensiv, offensiv richtig gemacht hat, gerade im Training, um das am nächsten Tag natürlich nochmal zu verbessern. Man kann auch also das eigene Spiel von der Mannschaft, also wenn jetzt die Frauen Sonntag spielen, wäre ich jetzt zum Beispiel mit dabei. Also wenn ich jetzt nicht mehr Fußball spielen würde, wäre ich mit dabei, würde das Spiel live kodieren. Und habe natürlich das Spiel für die Nachbereitung dann für die Trainer, damit die auch nochmal gucken können, was waren jetzt unsere Stärken, was waren unsere Schwächen, dass wir da am Montag dann quasi am nächsten Tag so eine kurze Spielanalyse haben vom Sonntag. Also so läuft ungefähr die Woche ab. Aber jeder Trainer ist da immer anders, jeder Trainer möchte das gerne anders und da muss sich dann der Videoanalyst auch so ein bisschen danach richten.
Ja, es ist sehr, sehr vielfältig auf jeden Fall, auch viel Arbeit teilweise, aber es muss Spaß machen, weil sonst klappt das nicht, sonst verkeift man sich da in eine Sache. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, die man für die Mannschaft und für den Trainer macht, und wenn man da keinen Spaß dran hat generell, dann holt man auch nicht die besten Szenen aus dem Spiel raus. Wenn du jetzt die Situation, wie es momentan ist, der ganze Aufwand, der betrieben wird, Videoanalyse, jetzt Bayern Campus mit allen drum und dran, die Einrichtungen, weiß ich nicht, Trainingspläne, Ernährungspläne, das Ganze, ich nenne es mal Brimborium, aber das sind ja auch wirklich Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Wenn du das vergleichst mit der Zeit, wo du angefangen hast, jetzt Bundesliga-Fußball zu spielen, ist das eine komplett andere Welt und sagst du, das hat uns alle extrem weitergebracht oder sagst du manchmal auch, naja, es ist auch teilweise ein bisschen zu viel Schnickschnack und so manche Tugenden, die früher vielleicht wichtiger waren, so wie Gas geben, gehen auch ein bisschen verloren. Ja, also ich finde ja, ich meine, der Frauenfußball, als er angefangen hat, die Frauen, die hatten ja mega viel Gegenwind von den Männern, und so wie sich das entwickelt hat, so wie sie sich dagegen gewehrt und dagegen gekämpft haben, und so, wo wir jetzt stehen, haben wir ja auch irgendwo den Frauen von damals zu verdanken, und es ist ja auch gut, dass es Schritt für Schritt weitergeht. Und ich sag mal so, also mit so einem Campus sind der VfL Wolfsburg und wir natürlich ja, also sehr gut genesen, muss ich sagen. Wir haben dort am Campus auch beste Voraussetzungen. Es ist absolut professionell, aber man muss halt auch bedenken, es ist leider Gottes halt noch nicht bei allen Frauenfußballvereinen so, ne? Also die Mädels vom SC Sand, die sind absolut top, die kicken, was das Zeug hält, aber die haben halt einfach nicht diese Voraussetzungen, wie wir sie haben. Aber selbst Potsdam nicht, oder selbst, sagen wir es mal, Essen, auch MSV Duisburg hat es jetzt noch nicht so, obwohl sie an den Männern dranhängen. Aber Professionalität, ich meine, wir müssen halt irgendwann mal schauen, dass wir dann mal dahin kommen, dass die Liga professioneller wird. Aber das dauert halt einfach noch ein bisschen. Das läuft Schritt für Schritt, und da muss man eben dranbleiben. Wie denkst du, wird sich, wenn es natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei momentan, weil niemand genau weiß, wie es weitergeht, aber denkst du, dass die jetzige Situation da sich massiv nachteilig auswirken wird? Oder denkst du, dass es vielleicht so ist? Also ich habe teilweise das Gefühl, gerade wenn ich jetzt so sehe, Medienpräsenz, Frauenfußball, finde ich jetzt in der Corona-Zeit paradoxerweise fast besser als in der Zeit, wo kein Corona ist. Also ich habe jetzt Julia Quinn gesehen beim ZDF, ich habe Melanie Leupolz war beim ZDF, Almut Schulte in jeder dritten Sendung, die ich sehe. Gut, ich schaue natürlich jetzt auch viel Richtung Frauenfußball, aber nichtsdestotrotz haben wir das Gefühl, dass momentan die Berichterstattung oder die Medienaufmerksamkeit ganz gut ist. Denkst du, dass das auch sich als eine Chance zu ein bisschen mehr Gleichbehandlung im Endeffekt entwickeln kann? Oder meinst du, dass jetzt wird wieder das Momentum so ein bisschen gekillt, das der Frauenfußball jetzt vielleicht gerade mal hatte? Naja, ich meine, das ist momentan sowieso eine sehr heikle Situation. Keiner weiß natürlich, wie es weitergeht. Aber wenn man es mal so sagt, ich meine, klar, die Spielerinnen haben auch einige Interviews. Aber wenn man das mal wirklich so betrachtet, also wir sind ja eigentlich, wir kommen ja gar nicht richtig in den Medien sonst vor. Also es wird natürlich viel über die erste Männerliga und auch über die zweite Männerliga natürlich mehr diskutiert, ist ja auch klar. Und dritte und Frauenliga wird in den Nachrichten vielleicht, naja, kaum vielleicht mal angesprochen. Also wir haben schon Interviews auch, wie jetzt momentan mit mir oder halt eben mit Melli Leupolz oder Julie Quinn, aber ja, ich glaube, so viel ist es dann letztendlich dann doch nicht. Aber also ich kann halt auch überhaupt nicht sagen, in welche Richtung das halt einfach geht, ne? Also viele Konferenzen werden halt noch stattfinden, ob es zum Beispiel auch weitergeht oder nicht. Das steht halt auch noch in den Sternen. Wie die, und ja, schwer zu sagen, ehrlich. Also das ist gerade, es gibt so viele möglichen Informationen von allen Richtungen.
Da weiß man manchmal halt auch überhaupt nicht, welche Argumente stimmen, was stimmt überhaupt. Ja, ist halt schwer, schwer gerade einfach. Ja, also das Also. ist sicherlich momentan schwer vorauszusagen. Heute jetzt zum Beispiel die Verpflichtung oder die Bekanntgabe der Verpflichtung von Clara Bühl war eben Startseite FC Bayern, Startseite Spiegel. Also das momentan ist es schon so ein bisschen auch, dass das eben die Nische da so ein bisschen gefüllt wird. Deswegen kann man da zumindest ein bisschen Hoffnung haben. Ja, also das schon. Also wenn es um Spielerverpflichtungen oder natürlich um Interviews und Gäste geht, da schon. Da haben wir Mädels schon einige Interviews. Also das spreche ich gar nicht ab. Aber wenn es eher in der richtigen Öffentlichkeit geht, wo es darum um die politische Debatte geht, meine ich jetzt auch, da spricht man eher über die erste und zweite Liga der Männer. Das war eher so mein Gedanke. Aber klar, du hast recht. Also wir haben viele Interviewanfragen, das stimmt. Da kann man schon sagen, dass wir da momentan viel auf der Plattform sind, ja. Ich habe jetzt, du hast angesprochen, dass 50 Jahre Frauenfußball beim FC Bayern eben entsprechend begangen wurde, gefeiert wurde. Auch in dem Bayern-Mitgliedermagazin habe ich aus meiner Sicht ein sehr schöner Text über dich oder ja, fast ein Interview drin gewesen. Unter anderem hast du gesagt, der FC Bayern sollte mal solche Granaten wie Megan Rapinoe eben verpflichten. Und damit meinst du wahrscheinlich nicht nur die sportliche Komponente, sondern einfach auch, was die sich traut, was die eben an gesellschaftlicher, politischer Relevanz mitbringt. Was beeindruckt dich an ihr? Und würdest du dir mehr Spielerinnen wünschen, die eben solche Charakterköpfe auch irgendwo sind? Ja, also es ist halt, ich meine, sie lehnt sich ja gegen die ganze Politik von Trump. Das muss man halt auch erstmal machen. Er kontert, sie lässt es kalt und sie kontert dann weiter. Aber vor allem kontert sie mit ihrer Leistung auf dem Platz und das hat mich halt so beeindruckt. Damit hat sie dann eben auch viele, viele Anhänger gefunden. Ich finde einfach, man muss seiner Persönlichkeit auch so ein bisschen freien Lauf lassen. Man darf auch nicht immer zu allem Ja und Amen sagen. Jetzt ist die Frage, ja, wann sagt man Ja und Amen? Natürlich. Bei politischen Sachen muss man vielleicht manchmal aufpassen, aber wir haben hier ja auch Meinungsfreiheit, was sie auch hat. Und das macht sie einfach. Und ja, ich würde mir halt auch wünschen, wenn unsere Mädels natürlich nicht nur sich weiterentwickeln auf dem Platz, sondern dass sie sich halt auch von ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, einfach auch mal das sagen, was sie denken, auch einfach nicht immer nur Ja sagen, auch sich vielleicht auch mal gegen irgendwas wehren. Also ich sag mal, unsere Männerfußballer, die piepsen einmal rum und schon wird's dann mal gemacht. Das kommt dann auch an. Und da sind Frauen vielleicht auch viel zu lieb noch. Und wenn ich habe auch gute Freunde, die Fußballer sind, die sagen auch, oh, das würde ich, also jetzt nicht bezogen auf dieses politische Situation hier, auf vergangene Sachen, die haben gesagt, ah, was ihr mit euch manchmal machen lässt, ja, genau, ja, da haben sie auch recht. Und das sind halt eben manchmal so. Ja, also kleine Ankerpunkte, wo ich sage, da würde ich mir auch wünschen, dass wir Persönlichkeiten auch auf dem Platz haben, die das dann auch verkörpern. Und jetzt aus deiner Perspektive, was hat bei dir dazu beigetragen, dass du eine Persönlichkeit dieser Art geworden bist? Also gab auch jetzt eine Frage von den Usern. Juliane Breit hat gefragt, welche Personen haben deinen Werdegang am meisten beeinflusst? Also gab es da Personen, gab es da Momente, wo du sagst, ja, dadurch, da habe ich die Gelegenheit gehabt, mich auch zu entwickeln. Einfach vielleicht, dass du aus der Heimatregion relativ früh dann weggegangen bist? Oder was waren da so Etappen oder Momente, wo du sagst, das hat mich halt auch geprägt? Also zum einen war es natürlich immer auch meine Familie, die mir da so auch immer meinen Weg gezeigt hat, auch meine Persönlichkeit zu entwickeln. Das war zum einen eine wichtige, ja, wie soll ich sagen, ein wichtiger Meilenstein. Dann natürlich, Duisburg war ja meine erste Anlaufstelle. Ich hatte da meinen damaligen Manager, der
mir auch viel, ich war ja einfach noch ein junger Mensch und er hat mir viel geholfen. Wie geht man als, wie verhält man sich als Profifußballer? Was macht man? Was tut man? Was sagt man? Wie verhält man sich einfach? Und natürlich dann auch Spielerinnen. Also es waren einfach auch Wahnsinnsspieler auf dem Platz, mit denen ich gespielt habe. Also Birgit Prinz einfach war ja mein Vorbild auch. Ich habe viel zu ihr hochgeschaut. Eine Nadine Angerer, die war auch immer eine Persönlichkeit, die hat auch gesagt, was sie denkt. Die hat auch nicht immer Ja und Amen gesagt und man merkt sich das auch einfach. Und vielleicht entwickelt man sich dann auch mal so. Und ich glaube, dass einfach das so eine Mischung war. Meine Familie, das, was ich gerne wollte, so wie ich natürlich auch als Charakter bin. Ich bin natürlich auch einfach jemand, der mal seine Meinung sagt. Und ich glaube, diese einzelnen Personen in meinem Leben, so die Spielerinnen auch in der Nationalmannschaft, in den Vereins, in den Clubs, das glaube ich, war schon so ausschlaggebend. Aber dann könnte man ja den Rückschluss daraus ziehen, dass du jetzt auch die Möglichkeit hast, eben auch solche Persönlichkeitsmerkmale ein bisschen weiterzugeben an die Jungspunde bei den Bayern. Ja, schon, aber man muss auch Typ dafür sein, ne? Es gibt halt eben auch Typen, die wollen halt einfach auch ihre Ruhe haben. Und das muss man halt einfach auch akzeptieren. Es gibt halt einfach welche, gut, die sagen mal ihre Meinung, aber die wollen halt einfach auch, ja, die wollen halt auch einfach in Ruhe gelassen werden. Einfach nur zocken und gut ist, ja, ich will ja auch nur zocken, aber ich bin halt ein anderer Typ, ne? Und ich will halt, ich sag halt auch einfach mal das, was ich denke, zum richtigen Zeitpunkt. Manchmal muss man sich auch ein paar Gedanken zurückbehalten oder manchmal soll man auch mal nichts sagen. Also es gibt auch mal so Momente, da darf man mal auch nichts sagen. Das ist aber auch gut so. Aber es ist halt, man muss halt auch dafür, ja, geboren sein, kann man jetzt nicht sagen. Man muss einfach den Charakter dafür auch haben. Und ich Du finde, hast gesagt, eine gute Mischung macht es halt, ne, im Team. Das ist halt auch wichtig. manchmal muss man sich auch zurückhalten, aber man kann auch durchaus mal kritisch mit den Dingen umgehen oder angebrachte Kritik einfach auch äußern. Unter anderem hast du bei deinem Abschied aus der DFB-Nationalmannschaft ein recht, ich würde sagen, differenziertes Resümee deiner Nationalmannschaftskarriere gezogen. Da war auch durchaus ein bisschen ja, kundgetan, dass dir das Ende jetzt nicht unbedingt so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hätte. Gibt es da noch Ressentiments? Ist es inzwischen ist der Zorn da so ein bisschen verraucht oder sagst du, ja, ist halt damals einfach nicht komplett optimal gelaufen, aber wie du ja auch damals schon geschrieben hast, im Ende überwiegt das Positive und überwiegen halt die tollen Erlebnisse, die man mit der Mannschaft auch hatte. Also ich bin zum Glück kein nachtragender Mensch. Ich kläre Situationen immer gleich durch Gespräche. Natürlich habe ich da auch ein bisschen kundgetan in der Öffentlichkeit oder Personen vielleicht ein bisschen kritisiert. Das waren aber eher sehr, ja, wie soll ich sagen, ja, so neutrale Kritik, weil ich kein Typ bin, der etwas in der Öffentlichkeit preisgibt, was ich in Gesprächen klären kann. Aber für mich ist das, ja, für mich ist das geklärt. Ich habe einen Abschied bekommen durch meine Trainerin Silvia Neid und das war mir am wichtigsten. Das hat sie mir auch gegönnt und das hat mich gefreut. Und danach war das Thema für mich eigentlich abgeschlossen. Ich habe danach einen super schönen Urlaub gehabt. Bei meiner Familie auch und war eine schöne Saison bisher. Also alles gut, ich bin nicht, überhaupt nicht nachtragend. Für mich ist das Thema schon durch. Und es gab ja auch, wie gesagt, hervorragende, wunderschöne Momente mit der Nationalmannschaft. Natürlich kommt wahrscheinlich in jedem Gespräch, das du führst, kommt irgendwann geht der Fokus auf der Moment in 2007 mit eben diesem Tor. Ich will da jetzt gar nicht noch mal drauf, das Richtung. alles noch mal. Du hast wahrscheinlich oft genug erzählt. Aber was mich noch interessieren würde,
Wünschst du dir manchmal, das wäre nicht 2007 passiert, sondern was weiß ich, 2017 mit der, sagen wir mal, medialen Aufmerksamkeit, die es wahrscheinlich dann noch mehr generiert hätte? Du hättest wahrscheinlich 6,5 Millionen Follower und weiß ich nicht was alles. Also denkst du manchmal an sowas oder sagst du, nee, es war genauso richtig, wie es war und Ich glaube, dass es einfach genauso richtig war, wie es passiert ist. Ich habe mit einer ganz tollen Mannschaft zusammengespielt. Da hat einfach alles gepasst, von der ersten Minute bis zu dem Punkt, wo wir eben dann, ja, wie soll ich sagen, am Römer waren mit dem Pokal. Also es hat einfach alles gepasst und auch mit solchen Persönlichkeiten zusammenspielen waren tolle Erfahrungen, auch die Jahre danach, was wir dann noch erreicht haben. Also und wir hatten ganz tolle Medienpräsenz. Also die Medienpräsenz von 2007 bis 2011 war extrem hoch. Es war teilweise noch extremer, als was wir die letzten 2, 3 Jahre hatten. Die haben wir uns halt eben einfach ein bisschen verspielt durch ja, das Viertelfinal aus 2011. Mai kann passieren, haben wir uns aber wieder zurückerobert durch Olympia. Also es hat alles genau so gepasst, wie es auch war. Also ich möchte es auch nicht rückgängig machen. Du hast 103 Länderspiele gemacht, wie der Kaiser, quasi War nicht geplant. die gleiche Anzahl. Wie gesagt, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Was natürlich unsere User auch immer wieder interessiert. Insbesondere eine Userin, Cleo, wer sonst, hat uns geschrieben. Was kannst du jetzt anderen Mädchen mit auf den Weg geben, die versuchen wollen, einen ähnlichen Weg zu gehen? Was kannst du denen an Ermutigung oder auch an Ratschlägen einfach mit auf den Weg schicken? Ja, das ist eine häufige Frage, die ich auch gestellt bekomme, die eigentlich ganz einfach zu beantworten ist, mit dass man erstmal immer an seinen Traum halten muss. Man darf den nie irgendwie vergessen, verlieren, auch wenn es mal schwierig wird. Ich habe auch Höhen und Tiefen gehabt in meiner Karriere, aber ich hatte immer meinen Traum. Und den erreicht man dann eben nur, wenn man dran glaubt und wenn man auch einfach vielleicht mal immer ein bisschen mehr arbeitet als die anderen. Wenn man nach dem Training auch mal eine halbe Stunde vielleicht länger bleibt oder vielleicht an einem freien Tag vielleicht trotzdem mal bolzen geht oder irgendwelche Kraftübungen machen. Ich war früher immer mal öfters im Fitnessstudio drin, weil ich einfach meine Muskulatur, meine körperliche Fitness auf einem hohen Level halten wollte. Und das hat mir gut getan. Aber letzten Endes muss man auch wissen, das Talent gehört natürlich auch dazu. Wenn die Kombi stimmt, dann muss halt einfach eben nur der Kopf stimmen. Also Fußball wird im Kopf gespielt und die Beine sind eigentlich nur das Werkzeug dafür. Aber man muss einfach diesen Spaß, diese Freude haben und seinen Traum leben. Dann kann man das erreichen. Apropos Talent, ich habe ein YouTube-Video gefunden, Oh Gott. Simone Lauder, Basketball 1 gegen 1 gegen Steffen Hamann. Ah ja, das war gut. Sah gar nicht so schlecht aus. Also ich komme aus dem Basketball, deswegen habe ich da ein bisschen ein Auge für, wie ein Sprungwurf und so weiter aussieht. Also war durchaus Potenzial vorhanden. Mal über eine zweite Karriere im Basketball nachgedacht oder ganz im Ernst andere Sportarten ausprobiert oder immer von vornherein, Fußball ist mein Leben. Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe ja mit 3,5, 3 ungefähr, habe ich ja angefangen, Fußball zu spielen, aber das war ja Bambini, Bambini, Bambini. Und da habe ich aber dann noch, ja, in meiner Grundschulzeit Basketball tatsächlich gespielt, 2 Jahre. Und dann irgendwie gab es diese Gruppe oder diesen, ich weiß schon gar nicht mehr, ob das Verein war. Ich glaube, das war einfach nur so zweimal in der Woche da ein bisschen Basketball spielen. Das habe ich aber 2 Jahre gemacht und dann habe ich schon mit dem Tennis noch angefangen. Also ich habe, bis ich 13 war, Tennis gespielt und dann wurde es zeitgleich mit dem Fußball immer so schwer, weil ich hatte 2, 3 Mal in der Woche Fußballtraining, hatte dann noch ein oder zweimal Tennistraining, dann hatte ich ein Fußballspiel am Wochenende, Samstag oder Sonntag und noch ein Tennisturnier, das über 2 Tage ging. Also ich bin immer quasi von einem zum anderen gefahren, aber es hat mir so viel Spaß gemacht.
Ja, das war so meine Jugend mit viel Sport und Schule dazwischen noch, ne? Und du kommst doch aus einer Sportlerfamilie sozusagen, habe ich gelesen, oder? Ja, genau. Der Papa, der hat auch viel Fußball gespielt. Der hatte wohl damals auch ja ein ganz gutes Angebot von der Fußballmannschaft. Er meinte damals auch Dresden, aber das war ganz, ganz früher noch. Aber das hat er halt abgelehnt, weil ihm da halt einfach andere Sachen noch wichtiger waren. Und meine Mom war Leichtathletikerin. Wahrscheinlich habe ich von ihr so. Also die Mädels, die schimpfen mich ja immer, ich muss ja nicht viel laufen und habe ja trotzdem einen guten Laktatwert. Wahrscheinlich habe ich den von Mama, aber die hassen mich alle, weil währenddessen die anderen laufen wie verrückt, ja, musste ich nicht so viel machen. Aber da haben wir natürlich auch noch eine in der Mannschaft, die Verena Schwers, die kann ja auch laufen, bis übermorgen wird. Also wenn du so eine, ich sag mal, Athletik und so eine Ausdauer schon drin hast von Geburt an. Es ist natürlich sehr hilfreich dann in so einem lauffreudigen Spiel. Aber ja, hab wahrscheinlich von beiden einfach was Gutes mitbekommen. Das passt. Zum Glück. Gute Gene helfen schon Ja. auch. Das ist definitiv so. Vertrag läuft noch bis 2021. Hast du schon eine Idee? Also hast du eben schon mal angedeutet, so Dinge abseits des Fußballs, aber hast du schon eine Idee, was du fußballerisch noch machen willst? Sagst du, momentan bin ich so gut drauf, ich spiele einfach noch weiter Top-Level, oder sagst du, irgendwann interessiert mich auch mal sowas wie, weiß ich nicht, vielleicht Spielertrainerin, zweite Mannschaft, oder um da die Jungen voranzubringen, oder sieht nicht so aus. Nee, also wie ist da, hast du da schon Ideen, oder sagst du, ich gucke einfach, wie lange es auf Top-Level funktioniert, und dann überlege ich weiter. Also wenn ich mich so fühle wie Claudio Pizarro, dann unterschreibe ich wahrscheinlich noch einen Vierjahresvertrag, aber Ja gut, nee. der läuft ja nicht. Ja, stimmt auch wieder. Dann bin ich wahrscheinlich wieder im Sturm. Ja, aber also, naja, gut. Nee, also ich habe jetzt noch ein Jahr und werde da klar alles nochmal reinlegen, werde Spaß und Freude haben, aber dann bin ich 35 und ich will mich nicht ganz kaputt machen. Also ich glaube, man kann ja sagen niemals nie, aber gedanklich bin ich schon dem Karriereende nah. Also ich glaube, ja, jetzt spiele ich erstmal noch ein Jahr und dann mal gucken, aber es ist auch mal an der Zeit für die junge Generation. Und dann idealerweise 2021 als deutsche Meisterin abtreten, weil der Titel fehlt ja noch. Ja, schön wäre es, ne? Also ich war ja mal ewiger Zweiter in Duisburg, in Frankfurt, bei Bayern. Also wirklich, wie sagt man, ewiger Schalker oder so oder ewiger Leverkusener? Leverkusen, ja, Vizekusen. Darfst du gar nicht sagen. Aber ja, Vizekusen, oh ja. Der fehlt mir halt noch, klar, ne? Aber mei. Aber es sind genug andere Titel da, deswegen hält sich das Mitleid dann doch in Grenzen, Ja, vermutlich. genau. Also, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Bin stolz auf das, was ich erreicht habe und wie viele tolle Menschen ich auf dem Weg kennenlernen durfte. Viel Erfahrung mitgenommen. Ja, also klar ist es nochmal eine Chance für mich, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Die werde ich auch wahrnehmen. Je nachdem, ob ich natürlich spielen darf oder eben vielleicht mal eher Backup bin. Klar entscheidet dann der Trainer, aber wenn ich da nochmal die Meisterschaft mitnehmen kann, das wäre schon affengeil, kann ich mal sagen. Das wäre schon Rathausbalkon wäre nicht übel. geil. Aber dann stehe ich da ganz oben, sage ich euch. Da müsst alle kommen. Oh Gott, oh Gott. So, bevor uns Instagram jetzt absägt, was nämlich nach einer Stunde Sendezeit immer stattfindet, es ist nämlich schon fast eine Stunde rum, würde ich noch auf unsere mittlerweile liebgewonnene Tradition zu sprechen kommen, dass nämlich jeder Gast das Ganze mit einem Witz beenden müsste. Falls du da irgendwas, Hättest du mir das nicht du schaust schon so, als hättest du da was Hervorragendes auf Lager. Also da würde ich dich bitten, noch mal kurz in die Archive zu gehen, in deine geistigen, und vielleicht kommt da ja noch was. Da, nee, also das hättest du mir echt jetzt mal vorher sagen können, weil ich da bin nicht, nee. Also das.
Dann hast du komplett die Falsche getroffen. Ne? Also was Witze angeht, da hättest du unseren Physiotherapeuten fragen können, ja. Also der kennt Witze ohne Ende, aber ich kann mir die Dinger alle nicht merken. Ja, aber der Sinn ist ja genau dahinter, eben nicht vorher Bescheid zu sagen. Dann ist es ja einfach, dann kann man sich ja großartig was überlegen. Aber so Spontanität ist dann gefragt. Ja, schlechtester Witz. Damit sprenge ich die Grenzen. Was macht eine Blondine in der Wüste? Saugen, ja. War nicht so schlecht. Nee, da triffst du die Falsche, echt. Also der reiht sich nicht mal ganz unten ein in denen, die bis jetzt erzählt worden sind, glaube ich. Also das war, Ach, was soll das? du hast deine Ehre gerettet, würde ich mal sagen, schon. Ja, mit dem Ja. echt besten Blondinenwitz. Ja. Oh Gott. Ah ja. Also Linda Dallmann meinte, du hättest vorher sie mal fragen sollen. Sie hätte da was anzubieten gehabt. Aber das ist ja, wie gesagt, genau der Sinn dahinter, das eben nicht vorher bekannt zu geben. Gut, Ah ja. es hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, ich glaube, die Instagram Live ist nach einer Stunde immer zu Ende. Deswegen müssen wir leider aufhören. Die Stunde ist schnell rumgegangen. Ich hoffe auch für unsere Follower. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Einblicke. Und vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit mal fortsetzen, wenn es dann geklappt hat mit der deutschen Meisterschaft und wenn du dir dann einen Witz überlegt hast, dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Wenn du dann mit auf dem Balkon bist, Bestimmt. dann kommt das nächste Live-Video. Genau, machen wir dann vom Balkon aus. Aber das muss ich mit dem Verein dann, glaube ich, absprechen, ob ich da mit drauf darf. Das sehen wir dann. Das klappt. Kriegen wir dann schon hin. Genau. Gut. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und hoffentlich geht die zweikampflose Zeit bald vorbei. Ansonsten wünsche ich auch noch allen, die heute dabei waren, einen schönen Abend. Wir sind, ja, das hat sich so ein bisschen der Mittwoch 18:30 hat sich so ein bisschen jetzt als Stammtermin etabliert. Vielleicht können wir das auch so fortsetzen. Wir sagen dann auf jeden Fall wieder Bescheid, wenn es die nächste Folge gibt. Ansonsten euch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Wir bleiben zu Hause live. Und danke nochmal an unseren Gast, an Simone Laudea. Bis dann. Bis Gute dann. Zeit. Tschüss. Ciao.